Ist jetzt hier gelb, ne? Hat aber nichts geändert. Manchmal reagiert es nicht so. Ne? Rot. Jetzt sind die auch oben, guck. Okay, dann macht die mal wieder den mittleren oder so wieder zurück. Grün. Das hört Musik. Gut. Ich wollte noch mal ausprobieren, was passiert, wenn man zu ihr läuft. Geht er dann hin oder sagt er dann was? Hold on! I still got my eye on you. Alles klar. Ich kann da nicht hinlaufen. Ja, das wollte ich nochmal triggern. Ist da unten links? Diesen Button. Oh. Alles klar, drück den mal. Push the button. It appears to control this ghostly stage prop. Ach so, diese Figur da. Ach, die da. Die leuchtet jetzt auch, guck mal. Stimmt, ich glaube, das ist richtig. Ja, ich glaube, dann fliehen die Leute. There it goes. And I still feel the presence of Atlantis through... May I present Nerab-Sal, the great Atlantean god so, of... das war für ihre Show. ...of... Deceit. Deceit. Thanks, Indy. Hat's gleich erkannt. Indiana Jones, you've got some nerve. Thanks, Go Indy. Go back, you big jack-o'-lantern. Oh. Oh, great. Good night, folks. Geil. Come on, mister. I've got a few words to mince with you. I'd say it's about time. Sehr schön. Das cool. Hatte sie für später geplant. Yeah. Oh, no! Oh. Looks like Kerner got here first. Stay put. No one here. Taxi fährt jetzt weg, oder? Ne. Nor here either. Da ist eine Leiter. Hinter der Box. Da war nicht gründlich geguckt, nee. Ne? Also. Schlecht. Jetzt sind das Taxi. Ja. Oh. Dr. Uberman. Fantastic news. We found the treasure we seek. So gut. Diese Details. Diese paar Pixel einfach. Man weiß aber genau, was es ist. Kleiner. Ja. Okay, läuft. That's the second time Kerner slipped away. What does a Nazi spy want with old statues? Have you seen the newspaper? Listen to this. Germans claim victory in worldwide race to smash the Uranian atom. Chief scientist Dr. Hans Ubermann announces plan to harness new sources of energy for the Third Reich. So? Ist so geil, wenn Engländer versuchen, Drittes Reich auszusprechen. Ja. Third Reich. 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 Practical results are years away. Come on, a few atoms won't ignite a match. They never find enough uranium. Sounds like they're dreaming to me. Das dritte, das klingt noch einigermaßen wissenschaftlich. They'll never find enough uranium. Of course not. That's why they're looking for the power of Atlantis. Be serious. I used to think you'd make a good scientist. I've been consuming important artifacts. You store things from my expedition. I've been dealing goods on the black market. You never published a word about your finds. Ja, vielleicht das letzte. Yet you never published a word about your finds. Artifacts such as archaeology has never seen. You're lucky I don't have you arrested. Oh, don't buy so what if I kept a few pieces for myself? Look for a small coppery bead under those clippings in my desk. What do you know? Kerner missed the grand prize. What? My necklace. Watch closely. The bead is made of auric calcum, the mystery metal first mentioned by Plato. Now I'll place it in the medallion's mouth. Voll der Ausschnitt. Ja. Oh. Oh. What? Was war das denn? Did you see that? Yeah, creepy.
Is your electric bill paid up? That was Nur-Afzal. His spirit is close. Ah, stimmt, ich erinnere mich, die waren immer so ein bisschen mystisch, die... Mumbo Jumbo. Mumbo Jumbo. Geil. I'm not interested in spiritual... You what? Jumbo. Der hat nicht zugehört. Ja. Schau. Ist wahrscheinlich egal. Ja. Don't try your psychic act on me. Suppose I gave this orichalcum business any credence, which I don't. I have no idea where to find you with a lost city. Underwater for centuries, who knows where these beats really come from. We may have just used the last beat. Yeah. Ja, fürs erste, oder? Muss nicht wissen, was ist. We have no idea where to find your mythical lost city. Shh. I'm getting something. Nur-Afzal speaks. He bids us find the... What? A book, yes. The Lost Dialogue of Plato. Another fine myth. Was hat sie da bitte gemacht? Also es ist ein legendärer... Fake sozusagen. Plato wrote it, later authors would have reported. The tall tale, it's not in any library I've ever been in. Vielleicht so. It's not in any library I've ever been in. What if the Nazis have already found a copy? You ever think of that? Das letzte. das zweite vielleicht? What were these pieces doing in Iceland, I wonder? Survivors must have sailed there after the great catastrophe. Any port in a storm, huh? Who's working there these days? Bjorn Heimdall, I believe. Maybe we should pay him a visit. What do you say? I thought you'd never ask. Wieder zusammen nach. So sieht sie viel besser aus. Ja. Immer dieser rote Strich. Ja. Natürlich genau gerade. Natürlich. Luftlinie. Oh, schick. Das Wasser bewegt sich sogar. Cool. Aber wir haben hier halt auch kein Menü, ne? Zum Speichern oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Darüber machen wir uns Gedanken, wenn wir die Aufnahme ja schon beenden wollen. Ja. Da ja, muss ja irgendwie zu speichern gehen. Ja. Ist das auch so eine Art Autosave, dass man weiterspielt an der Stelle? Ja. Oder dass man durch. Looks like someone's still living here. Na, der Björn bestimmt. It doesn't seem to open. Das ist ja schon open. I don't think that'll work. Okay. Use hast du benutzt, ne? Ja, da zeigt nichts an. Das bewegt sich hier sogar so ein bisschen. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Das ist echt witzig. Das ist hübsch. Ist hier wieder eine Falle. Ich glaube, es geht einfach in den Höhleneingang. Ah, guck mal, wir haben jetzt eine Peitsche. Stimmt. Die Indie-Peitsche. A whip. It could be useful in the right spot. Da, ja, voll gut. Das bin ich mir sicher. Schade, dass sie nicht Mist, anzeigt. Das wäre lustig. Weißt du noch, in den Lego Indiana Jones Spielen, da konnte man mit der Peitsche die Frau immer ranziehen. Stimmt. I don't think that'll work. Ja, dann nicht, dann geh rein. Ja. Das Auto zeigt nicht an? Doch, aber vielleicht da kommen wir ja gerade her. Let's head for the airport. Oh. Oh. Ah, so können wir zu einem beliebigen Ort reisen. Okay, ist ja nett. Ja, das ist cool. So eine Art Schnellreise. So eine Art Schnellreise. Ja. So, wir sind jetzt hier wegen was nochmal? Wegen Björn. Der ist da drin, im Stollen. Okay. Old Dickside. Alles klar, da ist er. Björn cool. Heimdall. Der kratzt an seinem Gletscher. Oh, da ist was drin, ne? Was eingefroren. Ja. Sehr cool. Oh, sieht so schön aus. Hello.
Dr. Indiana Jones, I believe, and Madame Sophia Hapgood. This is my dig site now. Go away. Dieser Akzent, Alter. Was? I thought you were digging up North graves in Denmark. Not feeling very friendly today. Doctor, what do you expect to find here? Your order? Yeah. Doctor, what do you expect to find here? The secret of Hyperborea. That's what the Greeks called Iceland, you know. You've read how they sailed north to a fog-shrouded land, and how they never set foot upon it? Ha! After traveling thousands of miles, mere fog wouldn't turn them back. Some idiots claim they've ever tailed by ghosts. Puppycock, you know what actually stopped them, John? Maybe they didn't allot any time on the itinerary. I don't know, but maybe Sophia has an idea. Das ist immer gut. No, but I'm sure you're going to tell me. Das letzte ist auch gut. No, but I'm sure you're going to tell me. They were stopped by a force field put here by beings not of this earth. Alles klar. Mm, that's fascinating, Doctor. Also ein Kraftfeld von Außerirdischen. Okay. Wer als erstes, oder? Have you ever heard of Plato's Lost Dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I've yet to see it. There are two people you might want to visit. Charles Sternhardt in Tikal, a shady fellow, who claims he translated the whole thing. And Philippe Costa in the Athos Islands. As a researcher, he's a farce, but he's a sharp trader. Das haben wir gefragt? No. Why did these beings show up here? I am convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis, using Hyperborea as a spaceport. Alles klar. Up north here, we're close to the ether. It's a perfect landing site. Wir fragen alles durch. So what's the link between Hyperborea and Atlantis? Right, the Yastro expedition, the one you're about to work on. Recently, I saw pieces from it, pieces that are clearly Atlantean. I see. Somebody must have been selling them. Go ahead, blame it all on me. Sie hat ja die für sich behalten. Ja. Okay. Mm. So you completely discount the supernatural? Das hatten wir noch nicht. Ja. So you completely discount the supernatural? Completely, if it's supernatural, you want. Dr. Sternhardt and Costa. Mm. Die sind jetzt bestimmt auf der Karte eingestellt. Mm. So long. Good luck, fellow believer. Ice obscured. It's an eel figurine trapped in ice. Eel figurine. Okay. Kannst du ihn pushen? I can't move it. Nee. Macht ja gar nichts. Macht er nicht. Oh, okay. Schade. Nee. Von seinem Treppchen ich da. Ich kann ihn zumachen. Okay. Ja, hier ist nichts weiter. Gut, der hat uns ein bisschen was gesagt, an wen wir uns jetzt wenden können, wegen dem Buch von Plato. Wegen dem oder? Buch, genau. Mhm. Und die zwei Hinweise. Gut. Mal gucken. Latscht die uns immer hinterher, die Frau? Ja. Können wir mit ihr reden? Die zeigt nicht an. Doch. Ich Let's head for the airport. Ich glaube, die zeigt an. Ah. Guck mal, jetzt gibt's die Azoren und Tikal. Ja. Ah, witzig. Hier ist ein Punkt. Na dann erstmal hier. Das ist ein Staubkorn von Thimbleweed Park. Oh, das ist ja schön. Cool. Ach, kannst du sagen, was du willst, aber Pixelgrafik ist immer wieder cool. Das ist richtig schön. Sehr cool gemacht. Ja. This is his house? This is it. Hm. Kannst du mit ihr noch? Gucke, ja, genau. Talk to her. Sophia? Yes? Why don't you talk to him? What do we do? Why don't you talk to him? My pleasure. Alles klar. Hä?
ich hab jetzt. Look at Nick. Ach, jetzt spielen wir sie. Ach so. Wir können ach, die krass. Charaktere wechseln. Okay. Gut zu wissen. Das willst ist mal, sehr witzig. Willst du mal gucken, ob du rechts durch kannst? Durchgehen kannst? Sehr witzig, okay. Ja, ist witzig. Also ist wichtig bestimmt nachher noch. Weil sie hat das Necklace. Ja, und ja. Indy hat die Peitsche zum Beispiel. Excuse me. Yes? Ah, die müssen sich jetzt erstmal unterhalten, um zu switchen. I think you better take over. Ja. I think you better take over. Jetzt sind wir wieder. Okay, in. I'll think of something. Aber wir können ruhig als Frau rein. Oh, wir gehen jetzt in die ich rein. Ich geh erstmal. Okay. Als Frau. Sophia heißt sie. Mr. Costa? Keep your shirt on! Was? Be careful, Indy. Humor him. Trust me. I suppose you're selling something. If it's not a priceless artifact, I don't want it. If it's not a priceless artifact? Alles klar. Ja. I hear you know something about Plato's lost dialogue. Maybe so, maybe no. Who are you? Das ist ja geil. What I'm after. That's ja, important. Das will ich hinterher. Ja, fellow believer vielleicht. Dass er schon mal sagt, dass er auch dran glaubt, dass es das gibt. I'm a fellow believer. Ja. Is that right? Do you know where Atlantis is? I asked you first. Richtig gut. Actually, I'm trying to find out where die Wahrheit. Ich find das lustig. Na komm. I asked you first. Come closer, boy, and I'll tell you. Na gut, das... You're standing on it. Alles klar. Auf den Azoren. Was soll ich? Ja, die Azoren. The Azores? No one believed me. That hurts. Nice going, Indy. I could have done better. Ja, lass mal die Frau. Ja, die Frau. Sie hat, yeah, sure. Sie hat nämlich auch das Necklace. Richtig. Listen. Yes? You talk to the man. Here, you talk to the man. My pleasure. Mr. Costa! This better be important. He's a touchy old bird. Watch and learn, Dr. Jones. Well, hello, beautiful. Da kommt er gleich ganz raus. Ist das ist ja geil. I hope my friend didn't pester you too much. He's a friend of yours? Ich hätte erst mich well, no, he didn't pester me that much. Some help from you. Nee, nee. Ja. We need some help from you. Happy to oblige. Ja. What can you tell us about Plato's lost dialogue? What do you want to know? Do you have it? Have you read it? Do you know what's in it? Can you get it for me? Have you read it? Nope. Nope. Do you have it? Do you have it? Nope. Cool. Do you know what's in it? Not exactly. Can you get it for me? Sorry. Do you know where we could find it? Well now, that depends. I might trade the information for a rare Atlantean artifact, such as a certain necklace I've heard about. I'll never trade away my necklace. Well then, if that's how you feel, surprise me. Na, könnte man probieren, aber ich weiß nicht, ob es macht. Was denn? Na, ob er mit Indy irgendwas tauschen will. Wenn man nicht. Ja, nix. Would you do business with my friend here? Madam, I'll do business with anyone. Thanks for your help.
Goodbye for now. At your command, madame. Ja, das wird's ja nicht geben, das Necklace. Don't be a stranger now. Wir müssen ihm das schon geben. He's a sweet old guy. Trade, huh? If not your necklace, then what, I wonder? Ja. Dann müssen wir erstmal ein bisschen rumlatschen. Vielleicht erstmal zu Tikal reisen. Gucken, ob man da was findet. Meinst du? Ne, hier ist nichts weiter, oder? Oder ich geb. Ach nee, sie gibt ihm das. Das gibt sie nicht, ne? Und das brauchen wir ja auch später noch. Oder ich rede nochmal mit ihm. Kannst du nochmal probieren. Aber der will halt was tauschen. Ja, wahrscheinlich. Mr. Costa! Why, hello! Wie er sofort rauskommt. Hello cutie. Yourself, cutie. Hello yourself, cutie. I've given you all the help I can unless you have something to trade. Okay. Don't be a stranger now. Interesting character. I don't want to hear about it. Ja, wir können ja erstmal den anderen Ort erkunden. Oder ob du hier noch weitergehen kannst? Also ich glaube nicht, weil es zeigt halt nur das Auto an. Die Treppen da runtergehen. Da bleibt sie stehen. Und da ging es auch nicht. Also ist sehr begrenzt. Ja, aber ist auch okay dann. Ja. Vielleicht kann Indy mit seiner Peitsche da oben irgendwas runterholen. Let's get out of here. Und das dann eintauschen, oder was? Hier, deine Blumen. Witzig. Ja, vielleicht müssen wir auch zurück nach New York, also wissen wir ja nicht. Ja, ach, wir schauen erstmal.